Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Ich bin Lisa Sauter aus Erpolzheim. Dieses Internet, ein richtiges Schlitzohr. Ich sehe plötzlich nur noch Werbung für Babykram. Tragen, Kinderwagen, Babyklamotten. Aber ich bin's nicht mal. Ich bin nicht die Schwangere. Meine beste Freundin, die kriegt das Kind. Und ich bin nur mit im Babyfieber und kaufe auch schon kräftig ein. Muss ich ja, so als Patentante. Was das Knirpslein wird, da ist man sich noch nicht so sicher. Ist ja auch egal. Klar ist aber, es wächst. Schnell, richtig schnell. Gerade ist ungefähr Halbzeit. So groß wie eine Aubergine ist das Würmchen schon. Man sieht sie jetzt auch, die kleine Kugel. Einfach ein Wunder, oder? Weißt du was? Hat meine Freundin letztens gerade zu mir gesagt. Manchmal rede ich mit Le Baby. Wenn es mich tritt, frage ich, hey, was ist denn da los? Passt was nicht? Ich meine, es sieht mich ja nicht. Ich weiß nicht mal, ob es mich hört. Findest du das komisch? Nee, gar nicht. Ich finde da gar nichts komisch. Ich stelle mir gerne vor, wie meine Mama das auch gemacht hat. Mit mir reden, obwohl ich noch gar nicht da bin. Ich mag das. Dann muss ich lächeln, wenn ich dran denke. Und außerdem, es erinnert mich an was. An Gott in der Bibel. Wie er da zu den Menschen spricht. Keiner sieht Gott, aber sie hören ihn. Spüren, Gott ist da, seine Wärme, Güte. Merken, Gott meint's gut mit mir. Er schimpft auch mal, wenn's nötig ist. Die Menschen sehen nicht, hören aber. Sie fühlen, spüren Gottes Nähe so stark. Ich finde das schön. Oder? Gott ist wie die Mama, die mit dem Baby im Bauch schon spricht, obwohl es nicht da ist. Nicht so richtig zumindest. Gott, die Mama, die ich nicht sehe, aber spüre. Gott, die Mama, die mich liebt. Von Anfang an. Was ein Wunder. Lasst uns beten. Das Leben ist ein Geschenk. Von dir, Gott. Vom Mutterleib an kennst du uns. Du bist der Grund, warum wir leben. Du und deine unbegreiflich große Liebe. Wir sprechen mit dir. Wir sehen dich nicht. Aber wir können dich spüren. Wir können deine Nähe zu uns wahrnehmen. Im Gebet, im Alltag, in unseren Kirchen, in der Gemeinschaft. Wir sind deine Kinder. Du, Gott, bist uns wie Vater und Mutter. Wir sind deine Kinder, die du von Anfang bis Ende begleitest. Dafür danken wir dir. Amen. Sei begleitet vom Segen des Herrn. Es segne und behüte dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.